Statt Kugelschreiber und Hochglanzprospekte im Wahlkampf spendet die FDP 20 Trixi-Spiegel für mehr Verkehrssicherheit in der Gemeinde. Der erste wurde jetzt Ecke Heimstettner Florianstraße montiert. Trixi-Spiegel sind eine simple Idee, die Leben rettet. Anders als bei einem Verkehrsspiegel, in dem man um die Ecke schaut, sieht man auf diese Weise sofort, wer sich in direkter Nähe vom Fahrzeug aufhält. Erklärt der Erfinder Ulrich Wilburg, dessen Tochter selbst Opfer eines Abbiegeunfalls wurde. Die Stadt München plant 6000 Trixi-Spiegel an über 1000 Kreuzungen, um so Abbiegeunfälle zu verringern. Ich bin hier in der Frische Post, dem ehemaligen Postgebäude am Kasper-Pfarrer-Meyer-Platz. Die Geschwister Kierig haben den Laden jetzt übernommen und haben jetzt wieder einen Paketshop. Von wann bis wann ist der denn geöffnet? Von Montag bis Freitag von 8 Uhr in der Früh bis 18 Uhr durchgehend und Samstag von 8 Uhr bis 14 Uhr. Das sind natürlich tolle Öffnungszeiten für alle, die Pakete abholen und bringen wollen. Und was habt ihr sonst noch für einen besonderen Service? Verkauf von Einschreiben und von Briefmarken. Und wer da ein bisschen warten muss, der kann nebenbei eine Tasse Kaffee trinken. Es ist auch Kaffee dabei. Es gibt frisches Obst, frisches Gemüse. Also auch der tägliche Bedarf kann hier gedeckt werden. Ich hoffe, ein gutes Geschäft hier am Kasper-Pfarrer-Meyer-Platz. Ich glaube, die Kirchheimer freuen sich, dass es hier wieder einen neuen Paketshop gibt. Vielen Dank.